Hallöchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen Schrank gehabt. Ja, da habe ich mal länger nicht aufgeräumt, würde ich so sagen. Also, klar, vorne den Bereich, die Sachen, die da so stehen, die benutzt man immer wieder mal und ständig. Und was gibt dann noch, sag ich mal, eine Reihe hinter der Reihe, die man benutzt? Und die benutzt man nicht. Und ja. Da habe ich halt lange nicht reingeguckt, muss ich gestehen, weil es war zwar ordentlich, aber bedurfte also keiner Aufräumaktion. Aber man hat einfach irgendwie diesen Schrank Hinterteil sozusagen verdrängt. Oder vergessen oder keine Ahnung. Und ich hatte mich vor einiger Zeit mal mit Haltbarkeit von Kosmetik auf meinem Blog beschäftigt und dachte mir, ja, so solltest du vielleicht doch mal deinen Schrank durchwühlen. Ja, nun habe ich dieses jetzt mal getan. Und dabei ist mir aufgefallen, da steht irgendwie immer nur ein und dasselbe, was nie benutzt wurde oder wird. Oder immer nur eine Zeit benutzt wurde. Ich habe diese Sachen irgendwie um 2000 rum, na, 2000, nicht, doch 2000, 2001 ungefähr gekauft. Und auch alle irgendwie benutzt, aber nicht aufgebraucht. Und dann sind sie wohl in diesen Schrank gewandert. Das war noch zu der Zeit, wo ich noch eine Dauerwelle hatte. Und ja, jetzt habe ich da mal aufgeräumt und zeige euch einfach mal, was jetzt so alles über den Jordan geht. Tüte habe ich mir bereitgestellt zum Wegwerfen. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Fangen wir mal mit was an. Ich glaube, es ist das Älteste, was ich gefunden habe. Es sind noch D-Mark-Preise drauf. Polycour habe ich gleich zwei Stück gefunden. Hat mal 3,99 Mark gekostet. Kokos- und Mandel-Sofort-Repair-Kur. Für trockenes und sprödes Haar. Das habe ich nicht selber gekauft. Das hat mir meine Mutter mal geschenkt. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt. Ja, ich glaube, sie hat es mir geschenkt und ich habe es nur zweimal benutzt, weil ich diesen Geruch damals schon nicht mochte. Heute werde ich einen Teufel tun noch dran riechen. Weg damit. Hinfort. So, wovon ich auch einiges gefunden habe, ich weiß gar nicht wie viel. Ich glaube, auch meine Mutter hat es mir mitgebracht oder geschenkt. Ich glaube, sie hat es mir geschenkt. Ich habe es also damals auch nicht bezahlt, weil die sind alle von Wiglo und da habe ich nie gekauft. Also dementsprechend auch noch D-Mark-Preise drauf. Davon habe ich gleich. Jetzt habe ich ein technisches Problem. Nein, jetzt geht's. So. Gleich vier Stück. Ich würde sagen, halb voll, ganz voll und nur noch ein Drittel voll. Ist auch ohne Ausspülen. Einfach ins Haar und fertig. Für dauergewelltes, koloriertes Haar. Das war zu meiner Dauerwellenzeit. Das hat hundertprozentig meine Mutter damals gekauft. Das müsste, ja, das ist so 2000. Da hat sie mir diese ganzen Sachen, die sie nicht mehr benutzt hat, gegeben. Also wann sie es gekauft hat, weiß ich auch nicht. Ich habe es wohl auch nicht großartig benutzt. Und ja, mittlerweile habe ich keine Dauerwelle mehr. Und ja, hinfort, aus den Augen, aus dem Sinn. Weg damit. Was ich mir selber gekauft habe und trotzdem nicht benutzt habe, ist, ach, welch wunderschön wieder Gliss-Kur. Drei Stück. Ist für längeres, splissanfälligeres Haar. Das würde jetzt für heute besser passen. Problem, ich habe es, glaube ich, auch zur Dauerwellenzeit gekauft. Das heißt, das Zeug ist locker jetzt mindestens 8 Jahre alt. Wenn nicht länger. Also älter, wenn nicht länger. Länger, Quatsch. Ich habe es wohl auch nicht viel benutzt. Ich weiß, dass ich es damals unheimlich toll fand. Aber wohl nicht toll genug zum Aufbrauchen. Also hier ist auch noch ein Drittel drin und die beiden sind ziemlich voll. Also das hier ist, glaube ich, nie benutzt worden. Oder? Nee, doch. Vom Gefühl her würde ich sagen, fast voll, dreiviertel voll, Drittel ist noch drin. Naja, jetzt ist alles weg. Man sollte also nicht so viele Haarkuren kaufen. Leute, kauft euch nur eine oder zwei. Drei, mehr nicht. Ich glaube, ich behalte auch nur noch drei zurück oder so, die auch wirklich neu sind. Was haben wir noch? Hier habe ich noch eine Menge Gliss-Kur.
Zwei Phasen Liquid. Da seht ihr selber, wie viel drin ist. Also das habe ich gut benutzt. Auch für längeres, spissanfälliges Haar. Das hätte eigentlich heute für mich gepasst. Aber, nee, bin fort damit. Auch schon zu alt. Ja, aber nochmal. Stellt euch vor, Gliss-Kur. Ich habe mal Gliss-Kur sehr gemocht. Ich mag es eigentlich auch immer noch. Gliss-Kur Volumen Power. Für feines Haar passt auch wieder zu mir, aber ich glaube, ich habe es zweimal benutzt und dann nicht mehr. Das Problem ist immer, was ich mit den Sachen habe, meine Haare fetten unheimlich schnell nach und dann habe ich keinen Bock, den ganzen Krempel zu benutzen. So, weg ist es. Volumenschaumspülung. Es schäumt sogar noch, wenn man es benutzt, aber ich werde einen Teufel tun, es ausprobieren. Ihr seht, ich habe nicht viel davon benutzt. Kennbarkeit für feines Haar. Jetzt fällt es mir aus der Hand. Also ich habe es wenig benutzt und weg damit. Ich weiß nicht mal mehr, ob es was gebracht hat oder nicht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann habe ich noch das Gliss-Kur, auch schon wieder Gliss-Kur. Stellt euch vor, na, man sieht es jetzt gar nicht, Reflex-Glanz-Kur für längeres, splissanfälliges Haar mal wieder. Hat eine coole Farbe. Ich weiß nicht, ob das so durch die Cam, also es glitzert richtig cool. Aber ist natürlich, ich habe nicht viel benutzt davon. Sag Hallo zur Mülltontüte. Ab in die Mülltüte, weg damit. Schafft euch nicht so viel an, ich sag's euch. Ich weiß, wovon ich spreche. Kommen wir doch mal, habe ich hier noch einen Gliss-Kur? Nee, ich glaube doch eins noch. Das letzte. Da haben wir noch einen Gliss-Kur. Haarspitzenfluid. Hinfort. Lebe wohl. Ich würde sagen, so viel von oben ist raus. Also das hier ist alles noch voll. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe es einfach nicht benutzt. Aber wir haben noch ein paar Kuren. Diesmal Elvital. Instant-Aufbaukur. Für koloriertes, dauergewelltes, strapaziertes Haar. Somit weiß ich wieder, es muss ungefähr zwischen 2001 und 2003 benutzt worden sein. Weil da habe ich Dauerwelle gehabt. Sonst nicht. Ja. Ohne Ausspülen und vom Gefühl her, ich würde sagen, zur Hälfte aufgebraucht. Ich habe aber früher die Marke echt gemocht. Heute brauche ich es nicht mehr. Klar, das für dauergewelltes, koloriertes brauche ich nicht mehr. Aber damals hat mir richtig gut getan. Also mein Haar war damals sehr zufrieden. Was haben wir noch? Ah, hier haben wir noch was von Elvital. Für feines oder brüchiges Haar wieder Volumenzeug. Voluminöser. Was weiß ich. Naja, ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. Also so viel, wie ich da benutzt habe, würde ich das nie mehr beurteilen können. Griffiges Haar. Volles Volumen. Super. Habe ich unheimlich viel benutzt. Klasse. Oh, hier haben wir mal was von Nivea. Und zwar Styling. Liquid Styler. Auch wieder für feines Haar. Für Volumen und Halt. Naja, ab in die Mülltüte. So, nein, nicht ich, das Zeug. Dann haben wir etwas, ich weiß gar nicht, gibt's das überhaupt noch? L'Oreal Locken Fresh Up? Gibt's das noch? Ich kann mich da irgendwie noch an so eine komische Werbung aus den 90ern erinnern. Auch wenn man solche Wuschelköpfe, die durch die Gegend hüpften oder so. Also ich hab's nicht selber gekauft, ich weiß, meine Mutter hat mir das damals mitgebracht. Und sie hat mir das dann abgegeben, als ich meine Dauerwelle hatte. Aber da hat es selber wahrscheinlich schon Ewigkeiten gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich den Scheiß noch habe. Man sollte diese Schränke wirklich regelmäßig aufräumen. Hier haben wir noch irgend so eine unaussprechliche Probe. Die fliegt dann auch mal in den Müll. Ah, Frotti. Das gab es damals in Österreich. Das habe ich von meiner Mutter bekommen. Parfüm Body Lotion. Ich weiß gar nicht, ob es das hier in Deutschland auch gab, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Zeug vermutlich älter ist als ich. Nein, nicht wirklich, aber das muss so Ende der 90er gewesen sein. Buh, furchtbar. Nivea. Ich glaube, das war eine meiner ersten Tagescremes, die ich so hatte. Und habe nie Tagescreme benutzt. Ich habe es dann in der Ecke, ich habe es, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Habe ich selber gekauft? Ich habe keine Ahnung. Nie benutzt. Damals keine
Ja gut, damals brauchte ich es auch nicht. Wie alt werde ich gewesen sein? Anfang 20? Mit Anfang 20, da macht man noch nicht viel für die Haut. Braucht man noch nicht. Mitte 20, da geht's los. Hier haben wir auch nochmal so eine Sonnencreme, so eine kleine. Auch nicht benutzt. Tonne. Hier habe ich eine Tagescreme. Ich glaube, die habe ich von meiner Oma gekriegt oder gefunden oder keine Ahnung. Von Yves Rocher. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Aber wahrscheinlich auch schon sehr alt. Oh, hier oben steht, glaube ich, ein Ablaufdatum drauf. 2002. Hinfort. Weiche von mir. Ach, gucke mal einer Schau. Styling Gel. In der praktischen kleinen Tube. Hat mir mal eine Friseuse geschenkt. Oder Friseurin heißt das ja, glaube ich, jetzt mittlerweile nach neuer deutscher Rechtschreibung. Ist mir egal. Friseuse. Wurscht. Extra stark und extra stark für den Mülleimer. Ja, und dann habe ich was gefunden, da bin ich ja abgefallen vom Glauben. Wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Ich weiß auch nicht, woher ich es habe. Und zwar Press-on-Nails. Da dachte ich so, hä? Fingernägel mit Klebepads? Was? Dann habe ich ausgepackt. Dann kommt da so ein Krempel raus. Okay. Und ich denke mir so, ja, echt super. Rote und weiße Nägel, Spitzen, Tabs, keine Ahnung. Und dann finde ich das da drin. Die hat man damit festgemacht. Also schrecklicher geht's doch wohl nicht, oder? Schlimmer geht's doch nicht. Müll. Und jetzt habe ich richtig Platz im Schrank. Und das nicht nur deswegen, sondern weil ich das auch noch wegwerfe. Gut, ne? Was soll ich mit so einem Ding? Ohne Besen. Außerdem habe ich, glaube ich, 1, 2, 3 Sets. Oder so. Eins fürs Auto, eins für die Wohnung und eins fürs Treppenhaus, wenn ich das putze. Was will ich also noch damit? Könnte ich meinen Mann mit verprügeln. Aber ich glaube, der wäre damit nicht sehr zufrieden. Also dementsprechend werde ich das dann wohl... die Tonne, ne? Die freut sich. Also ihr seht, räumt regelmäßig eure Schränke auf, sonst geht's euch wie mir. Sonst habt ihr genauso viel Schrott auf einmal da und wundert euch, dass ihr nie Platz habt. Nehmt nicht immer Geschenke eurer Mütter an, so wie ich, und stellt's in den Schrank und vergesst, dass ihr sie habt. Das bringt dann auch nichts. Lieber 1, 2 Kuren oder 3 maximal und nicht mehr. Das bringt ja nichts, wenn man so viel hat. Ich habe momentan die braunen Glanzkur von Balea, die ich benutze. Ich habe noch 1, 2 Glisskuren, glaube ich. Ja, 2 Glisskuren habe ich noch. Und das war's. Mehr brauche ich momentan nicht. Das reicht. Den ganzen Schrott brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Hinfort kann man sowieso nicht benutzen. Ich hatte übrigens bei Schwarzkopf angefragt, wie lange so ein Zeug hält. Sie sagen durchschnittlich 36 Monate. Und nach 10 Jahren ist das also definitiv nicht anzuwenden. Sie raten dringend davon ab. Und ja, ich befolge dann mal den Rat. Also ich muss jetzt zum Mülleimer, zur Mülltonne, um das Ganze wegzubringen, damit der Müll abgeholt werden kann. Also tschüssi!